So komfortabel wie ein Fertighaus und komplett unabhängig von Strom- und Wassernetz. Ein Start-up aus Österreich hat es erfunden und damit den Nerv der Zeit voll getroffen. Für ihren Traum haben René und Amelie aus der Schweiz 130.000 Euro ausgegeben für ein Haus mit eigenem Kraftwerk. Für das Loch muss noch recht genau da sein. Heute ist der Tag. Endlich kommt das Tiny House, von den Besitzern Tiller, also Tiny Villa getauft, in seine Heimat. 14,5 Tonnen auf 10 Meter Länge und 2,5 Meter Breite, Zentimeter genau über ein Loch zu rangieren, das fordert einiges an Geduld von René und seinen Helfern. Genau, jetzt grad. So grad werden. Grad, grad. Diese eine Stunde Rangieren ist für René und Amelie nur eine kleine Geduldsprobe, nachdem ihr Haus ganze 6 Monate zu spät geliefert wurde. Als Übergangslösung mussten sie zu dritt mit Hund in einem WG-Zimmer leben. Ja, jetzt war es einfach eng. Wir waren halt in einem Raum und es geht schon. Also es war eine gute Vorbereitung für die Tiller. Und jetzt kommen wir aber von ungefähr 20 Quadratmeter auf 33. Das ist schon. Noch ist das Tiny House erst 25 Quadratmeter groß. Jetzt kommt der Clou. Auf den Schienen braucht der 2 Tonnen schwere Erker nur einen kleinen Schubs. Und schon ist das Tiny House um 8 Quadratmeter größer. Hier noch irgendwie einen Stopper, oder? Schon jetzt ist klar, trotz Räder ist es doch mehr ein Haus als ein Wohnwagen. 33 Quadratmeter wirken auf den ersten Blick größer als gedacht. Noch ist auch für das autarke, also eigentlich energieunabhängige Tiny House ein Wasser- und Abwasseranschluss vorgeschrieben, obwohl er hier gar nicht nötig wäre. Für den Anfang ganz praktisch, aber René hat die komplette Autarkie als Ziel. Wo jetzt dieser Schlauch ist, kommt dann nochmal die Pflanzenkläranlage dazwischen, wo wir dann alles messen können, was zwischendrin passiert, dass wir auch aufzeigen können, ob wir diese Wasserwerte erfüllen. Und der nächste Schritt dann, wenn das klappt, könnte man eigentlich das Frischwasser sich auch noch sparen und einen Wasserspeicher haben für das gereinigte Brauchwasser und so eigentlich einen Kreislauf dann schließen. Zumindest teilautark ist Ihr Haus heute schon. Eine Stromrechnung müssen Sie nie wieder bezahlen. In der Hanglage sollten ausreichend Sonnenstunden für den Solarstrom zusammenkommen. Und an dunklen Tagen heizen Sie mit diesem Holzofen Wohnraum und Duschwasser. Jetzt endlich betreten Sie das erste Mal Ihr neues Heim. Ich bin ein bisschen sprachlos. Es ist mega krass, gerade drin zu stehen und das erste Mal zu riechen und so ein Gefühl zu bekommen. Strom haben wir auch schon. Das Herzstück des Hauses ist der Technikraum. Wirklich unabhängig werden Sie nur sein, wenn Sie mit der Technik umgehen können. Hinten liegt der große Pufferspeicher drinnen, hinter dir die Batterie. Ne? Das ist der große Wechselrichter, der kleine Wechselrichter. Wird der selbst erzeugte Strom ausreichen? Ist die Tiny Villa warm genug im Schweizer Winter? René und Amelie starten ins Abenteuer autarkes Wohnen. Einen Monat nach ihrem Einzug besuchen wir die Familie wieder. Im autarken Tiny House wohnen, das heißt kochen, essen, schlafen, duschen. Der ganze Alltag ohne Strom und Wärme von außen. Das klingt nach großer Einschränkung, oder? Man kann sagen, wir sind angekommen. Es gibt wie so Momente am Tag, wo es mir auffällt, so, ah, okay, eigentlich leben wir jetzt nicht mehr angeschlossen an ein Netzwerk. Die Stimmung ist gut in der Familie. Bisher macht die Autarkie wenig extra Aufwand. Ja, jetzt ist eigentlich so der erste Tag seit gestern, wo wir einmal am Tag einfeuern. Und das reicht dann auch, dass wir eigentlich den ganzen Tag hier drin warm haben, plus Warmwasser zum Duschen und Speicher für die Nacht. Durch den Ofen läuft ein Wasserrohr. So heizt er auch das Wasser für Dusche und Heizkörper, falls der Solarstrom vom Dach dafür nicht ausreicht. Die beiden mussten sich mit der Haustechnik auseinandersetzen, damit nicht plötzlich der Strom ausgeht und die Heizung ausfällt. Die Solarzellen erzeugen auch bei wenig Sonne Strom.
Wichtig ist es, den dann passend im Haus zu verteilen. Über eine App können die Bewohner sehen, wie viel Strom sie gerade produzieren und entscheiden, wofür sie ihn einsetzen. Wir produzieren viel mehr Strom bisher, als wir verbrauchen. Das heißt, wir sind uns eher am Überlegen, wo wir mit dem Strom noch hin können. Also, ich muss auch sagen, wir hatten einen sehr sonnigen Herbst. Unsere Batterien sind am Mittag voll, die Warmwasserspeicher sind auch warm. Das heißt, das läuft wirklich super, weil wir auch sehr klar eigentlich nur Komponenten verbaut haben mit wenig Energieverbrauch. Der Herd läuft mit Gas, der Kühlschrank hat nur wenig Energiebedarf. Ihr großes Ziel ist, noch vom Wasser- und Abwassernetz unabhängig zu sein. Was hier aussieht wie ein überdimensionierter Blumentopf, sind aufeinander geschichtete Substrate, eine sogenannte Grünkläranlage. Aus dem Schlauch läuft das Brauchwasser aus Dusche und Spüle von oben nach unten durch den Bottich. Schlussendlich filtert es eigentlich nur die biologischen Stoffe raus. Also es gibt auch Mikroorganismen, die sich hier ansammeln, die das dann konsumieren und eigentlich das, was hinten rauskommt, wieder direkt verwendet werden kann für die Landbewässerung. Das so gefilterte Wasser könnten René und Amelie auch einfach zurück in ihren Wasserkreislauf leiten und wieder nutzen. Für sie steht jetzt schon fest, ihr Projekt ist geglückt. So unabhängig und komfortabel zu wohnen, davon träumen viele. In diesem Jahr bietet Kaffeeröster Tschibo 3 Tiny House Modelle zwischen 40.000 und 60.000 Euro an. Schon in den ersten Wochen gibt es 6.000 Anfragen. Diese Schreinerei in Hamm-Westfalen baut die Tiny-Häuser für das große Handelsunternehmen in Serie. Um den vielen Bestellungen nachzukommen, arbeitet Tüftler und Designer Thorsten daran, die Bauschritte zu automatisieren. Am PC entwirft er heute eine Küche. Die Maße und Daten schickt er per Mausklick an eine Fräsmaschine unten in der Halle. Diese muss Thorsten nur noch mit Fichtenholz füttern, dann macht sie alles von alleine. Nichts mehr mit der guten alten Handarbeit. Nicht alles. Aber es ist auch Handarbeit am Computer. Ne? Während die Maschine die Küchenteile fräst, kann Thorsten einen neuen Farbanstrich testen. Damit könnte er die Arbeitszeit für den Innenanstrich deutlich reduzieren. Dieses Farbspritzgerät zieht die Farbe direkt aus dem Eimer und arbeitet ohne Luft. Die Wandfarbe verteilt sich gleichmäßig und ist in Sekunden aufgetragen. Geht total gut. Ich würde sagen, das behalten wir gleich hier. Das Streichen an sich selber ist sehr zeitintensiv. Und wenn wir da die Zeit reduzieren von 2 Tagen auf 1 Tag oder einen halben Tag aufgrund so eines Gerätes, dann lohnt sich das. In der Zwischenzeit hat die Fräse die Küchenteile fürs Tiny House ausgeschnitten. Thorsten muss sie nur noch aus dem Rahmen drücken und abschleifen. Hier soll später die Küche hinkommen. Das selbst designte Möbelstück baut Thorsten jetzt zum ersten Mal auf. Sie passt. Ja, noch ein bisschen einstellen und fertig. Alles okay. In einer halben Stunde hat Thorsten aus einem digitalen Entwurf eine handfeste Küche gebaut. Die Häuser liefert die Schreinerei schlüsselfertig mit komplettem Innenausbau aus. Dieses Modell vom Kaffeeröster gibt's für knapp 50.000 Euro. Auf 12 Quadratmetern hat das Haus eine Einbauküche, ein Schlafloft für 2 Personen und ein Badezimmer mit Dusche. Vor der Auslieferung macht Stefan Diekmann noch den letzten Check. Wir haben jetzt hier ein Haus, was auf dem Anhänger steht, was bewegt werden kann und trotzdem eine Haltbarkeit von mindestens 40, 50 Jahren aufweist. Die Schreinerei liefert die Tiny Houses mit der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung von 2 Jahren aus. Das sind 3 Jahre weniger als beim normalen Haus. So, wir haben das Haus jetzt abfallbereit gemacht und jetzt wird es zum Kunden ausgeliefert. Jetzt hängen wir es ans Auto und dann geht's los. 3,5 Tonnen Tiny House gehen auf Jungfernfahrt.
Die Tiny House Kampagne vom Kaffeeröster Chibo hat die Minihäuser noch mal bekannter gemacht und einen Stein ins Rollen gebracht. Sehen die Häuser nur niedlich aus oder kann man darin auch dauerhaft glücklich leben? Das wollen wir in einem großen Experiment herausfinden. Ein Tiny House, zwei Bewohner und lauter kleine Kameras. Ganz nach dem Motto: Tiny House Brother is watching you. Tag 4 im Tiny House Experiment. Hi. Nicole und Martin wohnen eigentlich in einer Mietwohnung in Berlin. Mit dem Experiment wollen sie herausfinden, ob ein Tiny House eine günstigere Wohnalternative sein könnte. Hallo, ich grüße dich. Gut, gut. Ist klein, aber hübsch. Ja, dann musst du vorbeikommen hier. 7, okay. Alles klar. Ciao. Martin und Nicole bekommen Besuch. Gleich 7 Gäste. Wie soll das auf knapp 10 Quadratmetern gehen? Erstmal gehen die beiden einkaufen. Eine Stunde später sind sie wieder zurück. Bekommen Martin und Nicole im Haus ihren Großeinkauf unter? So. Jetzt mal Platz finden. Haben wir zu viel gekauft? No. Niemals. Never. Kartoffeln brauchen wir. Tu sie dahin. Da drauf. Ach, häng sie auf. Okay. Klar, Hauptsache das Bier ist im Kühlschrank. Du hast so viel gekauft. Am Ende muss das Bier wohl doch draußen bleiben. Großartig. Ein Problem gelöst, kommt schon das nächste. Die Wetterprognose für den Abend. Regen. Im Tiny House ist kein Platz für 7 Gäste. Warte, was ist denn noch hier? Sind die noch? Ich will das nur alles jetzt von der Backe. Wo habe ich das gedacht? Petersilie wollte ich, glaube ich, hier. Es ist echt hart hier. Wir müssen alles auf die Treppe stellen, auf das Ding hier. Und? Wie findest du es, auf so engem Raum was vorzubereiten? Eins der großen Probleme ist, dass beide immer denken, ordentlich zu sein. Und dann räumt man Sachen irgendwo hin und der andere weiß aber nicht, dass du die gerade dahin geräumt hast. Das heißt, man sucht eigentlich viel mehr als auf dem großen Raum. Und dazu kommt, den beiden fehlt die richtige Party- und Grillausrüstung. Scheiße. Spaghetti-Zange. Hi, hallo. Schön, dich zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Hi. Grüß dich. Hi, komm her. Und gleich, ein Gewitter zieht auf. Passen alle ins Tiny House? Und Nicole und Martin stoßen an ihre Grenzen. Das ist Blödsinn. Brechen die beiden das Experiment ab? Gleich bei Abenteuerleben.